Land und Leute um Ulm. Von den Holzstöcken zum Hochstress. Vom Langenauer Ried zur Stubersheimer Alb. Und von der Amstetter Pforte zum Blautopf. Das sind die Titel der 16mm Farbtonfilme, die der ehemalige Landkreis Ulm in den Jahren 1970-71 für den Einsatz in Schulen produzieren ließ. Nicht vom FWU, nicht vom Fernsehen, nicht von einer Filmgesellschaft, nein, von der Ulmer Kreisbildstelle, heute Kreismedienzentrum. Ein ungewöhnliches und heute beinahe vergessenes Kapitel der regionalen Filmgeschichte. Zur Erinnerung: Das Fernsehen hat seinerzeit 3 Kanäle. Ein Computer füllt eine Schrankwand. Und das Internet ist noch nicht einmal im Science-Fiction-Roman erfunden. Ratternde 16mm-Projektoren sorgen für mediale Abwechslung im Schulunterricht. 1973 wird aus dem Landkreis Ulm der erheblich größere Alt-Donau-Kreis. 2 weitere Filme werden produziert. Von der Laichinger Alb zum Hohlen Fels. Und von den lutherischen Bergen zur Donau. Mit 55 Minuten der längste der 5 Filme. Das Konzept der 5 Filme stammt von Eugen Sauter, dem damaligen Leiter der Kreisbildstelle Ulm. Seit vielen Jahren erstellt er Dia- und Tonbildreihen über Land und Leute. Jahrzehnte später werden seine Fotobücher über das Landleben der 50er Jahre zum Bestseller. Kamera, Filmschnitt und Vertonung besorgt in Personalunion Hans Kleefe, technischer Mitarbeiter der Bildstelle seit 1969. Ein Filmprofi der alten Schule, der sich das Handwerk selbst beigebracht hat. Tauchen wir ein in die Welt der frühen und mittleren 70er Jahre, als die Hosen Schlag bekommen und die Pullis knallbunt leuchten. Die Autos heißen noch Käfer, Taunus oder Manta. Immerhin, der Sicherheitsgurt kommt gerade in Mode. Es ist eine Zeit des Übergangs. Vor kurzem erst ist der Mensch auf dem Mond gelandet. Aber auf der Alp tragen die alten Bäuerinnen noch ihre schwarze Tracht. Noch gibt es in Stadt und Land eine lebhafte Textilproduktion, aber Veränderungen zeichnen sich ab. Die Metallverarbeitung drängt nach vorne. Hier, wie in anderen aufstrebenden Branchen, wird in Zukunft das Geld verdient. Pferde in der Landwirtschaft hingegen sind eigentlich schon damals Nostalgie. Die Landjugend hat ihren Spaß am Brauchtum. Zum Beispiel am Pfingsttag mit dem sogenannten Pfingstlümmeln in Ettlenschieß bei Lohnsee. Heiko, Heiko, heuer raus, oder komm zum Macher ins Tederhaus. Der Macher ist ja grimmig dir, wenn der dahinter kommt, der ist mit Feier als mir. Für alle, die es nicht verstanden haben: Weiber, Weiber, euer raus, oder ich lasse der Marder ins Hennehaus. Der Marder ist ein grimmiges Tier, wenn der dahinter kommt, der frisst mei als mir. Die grobe Drohung wirkt. Eier, Schmalz und Mehl wandern in den Heischekorb. Und wer kennt noch den Latzmann, der am Pfingst mit seinem Gefolge durchs Dorf zieht, wie hier in Untermarchtal? In Ermelau und Weiler Steußlingen auf der Lutherischen Alb heißt das Ganze Fengstala. Aus den erheischten Naturalien entsteht in Mutters Küche sogleich Gebackenes. Es wird an Ort und Stelle vertilgt. Geballtes Brauchtum gibt es auch in der Fasnet. Zum Beispiel in Munderkingen. Der Brunnensprung ins eiskalte Nass, inmitten von Hexen, Häs und Funktionsträgern,
ein ganz besonderes Spektakel. Angenehmere Temperaturen herrschen beim Füllistanz der Altheimer Landjugend anlässlich des Herbstmarktes im Oktober. Dabei lässt sich sogar etwas gewinnen. Genau wie beim Hammellauf in Sondernach. Wer beim Klingeln des Weckers auf der Holzschwelle steht, der gewinnt einen Gockel. Es ist die bisherige Besitzerin. Der Zufall will es so, damals im Jahre 1974. Der Hauptgewinn geht an zwei Mädchen. Doch die haben ihre liebe Mühe mit ihrem Preis. So kann's gehen. Markttag in Nellingen. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Hier werden Geschäfte noch per Handschlag besiegelt, ohne Kleingedrucktes. Die Landschaft und Natur zwischen Alb und Donau hat viel zu bieten. Wälder, Wiesen, Felder, tiefe Wasser und klare Flüsschen. Stille Täler, weite Himmel. Der Wanderer hat freie Bahn. Zäune sind hier nahezu unbekannt. Nur der Wind bläst einem ins Gesicht bei der Feldarbeit. Felsen verlocken zur Aussicht, wie hier im Blautal. Der Blick streift bekannte Ortschaften mit ihren Sehenswürdigkeiten. Oder ein kleines Stück unberührte Erde. Viele kleine Sehenswürdigkeiten lohnen einen Abstecher. Selten spektakulär, immer aber authentisch, traditions- und naturnah. Große Kunst aus der alten Reichsstadt finden wir an manchen Stellen. Schätze, die es noch heute zu entdecken gilt. Ein ganz anderer Schatz ist das Wasser. Die Donau bringt es beständig aus dem Schwarzwald, die Iller aus dem Allgäu und aus den Karstquellen zu Füßen der Alb sprudelt es blau und grün. Nur droben auf der Albhochfläche, da fehlt das wertvolle Nass. Bis die Albwasserversorgung im 19. Jahrhundert hier Abhilfe schafft. Vom Wasser des Donauriedes lebt heute auch die Region um die Landeshauptstadt. Die Landeswasserversorgung in Langenau sorgt dafür. Die 5 Landkreisfilme verschaffen uns auch ein Wiedersehen mit der Arbeitswelt der 70er Jahre. Garne werden gefärbt in Dietenheim oder im Schmiechtal. Holzschier kommen aus Erbach. In Blaustein rattern die Webstühle für Glasfasergewebe. Zement wird gebrannt im Schmiechtal, aus dem Blautal kommt der Weißkalk. In Westerheim werden Teppiche von Hand gewebt. Zeitgemäße Jacquard-Webstühle weben komplexe Muster in Laichingen. Und in Langenau gibt es noch ein Butterwerk. Auch Rohstoffe, zum Beispiel für den Bau, gibt es an vielen Stellen. In Ehingen wird im großen Umfang Zellstoff gewonnen. Metall wird gestanzt in Rottenacker oder in Herrlingen. Elektromechanische Apparaturen entstehen in Blaubeuren.
und die Äpfel der Streuobstwiesen werden in Bühlenhausen oder Leichingen trinkbar gemacht. Die Landwirtschaft ist in den 70er Jahren schon weitgehend automatisiert. Trotzdem zeigt uns die Kamera Menschen bei der Feldarbeit und das ein oder andere nostalgische Pferdefuhrwerk. Nicht gerade alltäglich ist der Blick in eine Mastkükenbrüterei in Heroldstadt. Um 6 Uhr morgens wird an den Sammelstellen die Milch angeliefert, wie hier in Nenstetten. Wer hart arbeitet, der darf auch feiern. Jede Stadt, jeder Ort hat seine Traditionen, ob alt oder noch vergleichsweise jung. Feste feiern, wie sie fallen. Dieses Motto wird wohl immer gelten. Naturgemäß etwas stärker in Frühjahr, Sommer, Herbst. Doch halt! Kaum ist Weihnachten vorbei, wird der Christbaum zum Studienobjekt. Das erste Fest des Jahres beginnt bei den Nachbarn in der warmen Stube. Bewegung ist das Rezept der Narren, bevor dann endlich der Winter mit Feurio ausgetrieben wird. Am Palmsonntag fließt der Hungerbrunnen und es gibt eine große Brezel. Ostern feiern wir bei Reutlingendorf. Zwischendurch übt die Feuerwehr in Asselfingen. Der Durst wird dann im Festzelt gelöscht. Und dem Landrat Bühler gefällt's. Die Blasmusik spielt dazu. Und der Suppinger Chor singt ein Ständchen. In Leichingen ist Stadtfest. Mit einem großen Umzug. Und mit Donnerwetter. Und zum Schluss gibt es einen großen Zapfenstreich der historischen Bürgerwache in Ehingen. Traditionsreich wie die Bürgerwehr in Dietenheim. Das Jahr ist um. Schon wieder sind die Pfingstlümmel unterwegs. Sehen Sie selbst, wie sich die Zeiten ändern und tauchen Sie ein in die 70er Jahre. Kein Tag ist wie der andere. Und die Landschaft zwischen Iller, Donau und Alb hat nichts von ihrem Reiz verloren. Wir wollten Ihnen Appetit machen auf 5 lange Filme von Eugen Sauter und Hans Kleve. Kommen Sie mit auf eine Reise durch den Alb-Donau-Kreis.